Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Es ist jetzt zwar nur eine Vermutung, die ich hier ausspreche, aber ich glaube, in der heutigen Folge tritt Security gegen Security an. Denn ich weiß auch nicht, er scheint mir irgendwie wie so ein typisches Security-Mitglied, auch mit seinen Karten und so. Ich kann's echt nicht sagen, ich weiß es nicht. Kann auch ein Bandit oder sonst was sein, ich kenne die Serie leider immer noch nicht. Von daher kann ich über den guten Mann überhaupt nichts sagen. Auf jeden Fall heißt es heute Shay Obsidian gegen Sicherheitsbeamter 227. Heute heißt es Schwarzer Überfall gegen Goyo Beschlagnahme. Und jetzt ist es Zeit für ein Duell. Spielen ein Schwarzflügeldeck, so wie es scheint. Okay, was hat unser Gegner da? Einmal eine Zauberkarte. Verbundenheit. Falls du nur Monster von einem Grundtyp in deinem Friedhof hast, erhalten alle offenen Monster mit demselben Typ, die du kontrollierst, 800 Angriffspunkte. Auweia. Goblin Burg. Wenn diese Karte als Normalbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Zusätzlich ändere danach diese Karte in die Verteidigungsposition. Hat er ja offensichtlich nicht gemacht. So, was haben wir denn so zur Verfügung? Überfall-Raptor-Satellitenkanonen-Falke. Falls diese Karte als Access-Beschwörung beschworen und dabei ein Überfall-Raptor-Monster als Material verwendet wird, du kannst alle Zauber- und Fallenkarten zerstören, die dein Gegner kontrolliert. Dein Gegner kann weder Karten noch Effekte als Reaktion auf die Aktivierung dieses Effektes aktivieren. Während des Spielzuges eines beliebigen Spielers. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Es verliert 800 Angriffspunkte für jedes Überfall-Raptor-Monster in deinem Friedhof. Dann haben wir noch Überfall-Raptor aufsteigender Falke. Diese Karte kann alle als Spezialbeschwörung beschworenen Monster, die dein Gegner kontrolliert, einmal angreifen. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen und dann ein offenes, als Spezialbeschwörung beschworenes Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Diese Karte erhält Angriffspunkte in Höhe der derzeitigen Angriffspunkte des Monsters. Überfall-Raptor, revolutionärer Falke. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen. In diesem Spielzug kann diese Karte alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, je einmal angreifen. Am Beginn des Damage Steps, falls diese Karte gegen ein offenes, als Spezialbeschwörung beschworenes Monster deines Gegners kämpft, die Angriffs- und Verteidigungspunkte des Monsters werden zu Null. Falls diese Karte ein Überfall-Raptor-Access-Monster als Access-Material hat, erhält sie diesen Effekt. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Monster wählen, das dein Gegner kontrolliert. Zerstöre es und falls du dies tust, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der Angriffspunkte zu, die das Monster auf dem Spielfeld hatte. Eisungeheuer Zerophyne. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen. Annulliere die Effekte von so vielen offenen Karten, die dein Gegner derzeit kontrolliert, wie möglich und falls du dies tust, erhält diese Karte 300 Angriffspunkte für jede offene Karte, die derzeit auf dem Spielfeld liegt, außer dieser Karte. Diese Effekte wirken bis zu deiner nächsten Standby-Phase. Und dann haben wir noch ein Fusionsmonster, ältestes Wesen Norden. Wenn diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Monster der Stufe 4 oder niedriger in deinem Friedhof wählen. Beschwöre es als Spezialbeschwörung, aber seine Effekte werden annulliert. Zusätzlich verbanne es, wenn diese Karte das Spielfeld verlässt. Schwarzflügel, Bohrer der Speer. Falls du ein Schwarzflügelmonster außer Schwarzflügel, Bohrer der Speer kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Überfall-Raptor, verschwindender Lanius.
einmal pro Spielzug während deiner Main-Phase, falls diese Karte in diesem Spielzug als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wurde. Du kannst ein Überfall-Raptor-Monster der Stufe 4 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Schwarzflügel, Sephiroth die Elite. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, du kannst eine offene Karte, die du kontrollierst, auf die Hand zurückgeben. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung und falls du dies tust, erhältst du 400 Schadenspunkte. Du kannst diesen Effekt von Schwarzflügel, Sephiroth die Elite, nur einmal pro Duell verwenden. Überfallraptor Rachegeier. Falls du Schaden erhältst, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Zusätzlich kannst du für den Rest deines Spielzuges keine Monster als Spezialbeschwörung vom Extra-Deck beschwören, außer Überfallraptor-Monstern. Verlockung der Finsternis. Ziehe zwei Karten. Dann verbanne ein Finsternis-Monster von deiner Hand oder, falls du keines in deiner Hand hast, lege deine gesamte Hand auf den Friedhof. Ich habe ja auf jeden Fall Sephiroth, ne? Und Rangsteigerungszauber, Verdammnis, Verdopplungskraft. Wähle ein Überfallraptor-Access-Monster in deinem Friedhof, das in diesem Spielzug durch Kampf zerstört und dorthin gelegt wurde. Beschwöre es als Spezialbeschwörung, dann beschwöre ein Access-Monster, das den doppelten Rang des Monsters hat, als Spezialbeschwörung von deinem Extra-Deck, indem du es als das Access-Material verwendest. Diese Spezialbeschwörung wird als Access-Beschwörung behandelt. Was haben wir hier? Schwarzflügel, Chris, das Morgengrauen. Falls du ein Schwarzflügelmonster außer Schwarzflügel Chris das Morgengrauen kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Du kannst Schwarzflügel Chris das Morgengrauen nur einmal pro Spielzug auf diese Art als Spezialbeschwörung beschwören. Einmal pro Spielzug kann diese Karte nicht durch Zauber- oder Falleneffekte zerstört werden. Bye. So, jetzt muss ich kurz gucken. Drei Monster vom Typ geflügeltes Ungeheuer, das ist natürlich gemein. Auf drei Monster komme ich nämlich nicht. Und ich will ja nach Möglichkeit auch verhindern, dass er sich da drüben aufpowert, ne? Den könnte ich spezial beschwören. Den könnte ich auch spezial beschwören. Dazu brauche ich aber Schwarzflügelmonster auf dem Feld. Und mein Schwarzflügelmonster habe ich gerade weggeschickt. Das eine, was ich jetzt so beschwören könnte. Gut, machen wir es anders. So, jetzt erstmal kämpfen. So, jetzt hat er natürlich erstmal hier seine Verbundenheit. Juhu, super, ganz toll, klasse. Aber die können wir dann gleich noch unterbinden. Mit Seraphine. Auf den Friedhof. So, das hält jetzt bis unserer nächsten Standby-Phase, dass er diese 800 zusätzlichen Angriffspunkte erstmal nicht kriegt. Es sei denn, natürlich, er spielt noch eine Verbundenheit, aber das tut er glücklicherweise nicht. Alter. Das ist aber nur für Access-Monster, ne? Hmm.
egal. Wir drehen jetzt voll auf hier. Kann ich irgendwas beschwören? Nein, leider nicht. So. Das Blöde ist, dass ich nicht weiß, was da liegt. Angriffsgewinner. Falls diese Karte als Synchro-Materialmonster für eine Synchro-Beschwörung auf den Friedhof gelegt wird, wähle ein offenes Monster, das dein Gegner kontrolliert. Das gewählte Monster deines Gegners verliert 1000 Angriffspunkte bis zur Endphase. Ah ja. So, ich hoffe, dass die Angriffspunkte meines Seraphine-Monsters erschreckend genug sind, dass er jetzt den verschwindenden Lanius hier in der nächsten Runde nicht angreift und zerstört. Er verliert ja weiterhin den Bonus durch seine Verbundenheit. Den konnte ich ja nochmal abwimmeln. Nicht gut. Scheiße! Das ist so ziemlich die eine Karte, die ich jetzt da definitiv nicht sehen wollte. Ja klar, jetzt kommt ein Überfall-Raptor. Ein Überfall-Raptor von deinem Deck auf den Friedhof legen. Was soll's? Da haben wir vielleicht einen, den wir vom Friedhof beschwören können. Gut, das könnten wir versuchen. Ja, das versuche ich auch. So, Flaumiger Lanius geht auf den Friedhof. In etwas Glück aktiviert das den Effekt von Flaumiger Lanius. Wenn er auf den Friedhof gelegt wird, kann ich einen flaumigen Lanius auf meine Hand holen. Das hat funktioniert. Wunderbar. Denn jetzt kann ich den Effekt aktivieren. Und ihn als Spezialbeschwörung auf das Spielfeld rufen. Und das ermöglicht mir jetzt die Access-Beschwörung von aufsteigender Falke. Zack, 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 wusch. So, jetzt aktiviere ich den Effekt. Und lege Flaumiger Lanius auf den Friedhof. Und wähle den Gojo-Wächter. Was meinem Überfall-Raptor aufsteigender Falke 3600 zusätzliche Angriffspunkte beschert. Dementsprechend die Zerstörung des Gojo-Wächters ermöglicht. Bumm! Und damit den Sieg. Drei für drei, das war wirklich eine gute Woche für mich. Und ich muss sagen, diese Überfallraptoren, die, ich glaube, mit denen haben wir noch nicht ein Duell verloren. Die sind echt gut. Darf man echt nicht unterschätzen. Und in Kombination mit den Schwarzflügeln, die ja selber auch ein relativ starker Decktyp sind, werden die sogar noch gefährlicher. Da hatte der Sicherheitsbeamte auch mit seinem Gojo-Wächter keine Chance, obwohl gerade er natürlich die absolute Berechtigung hatte, diese Karte in seinem Deck zu benutzen. Es war ja ein Gojo-Deck, das wusste ich ja im Vorfeld. Habe ich nur nicht drüber nachgedacht. Ja, aber wir haben uns eigentlich ganz gut geschlagen. Also, wie gesagt, diese Überfall-Raptor-Access-Monster, die sind sowas von mächtig. Ja, und wir hätten ja auch noch Rangsteigerungszauber gehabt, um unsere richtig schweren Kanonen zu beschwören, wenn er jetzt in der nächsten Runde uns überpowert hätte.
Obwohl, nee, warte mal. Das wäre ja nach hinten losgegangen, weil er mit dem Gojo-Wächter unseren Überfall-Raptor ja gleich als Spezialbeschwörung wieder auf sein Feld beschworen hätte. Aber ist egal, ist egal. Es hat ja funktioniert. Da wollen wir nicht weiter den Kopf zerbrechen. Das war auf jeden Fall Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.